Fick dich, Daisy. Fick. Oh Mann! Wirklich? Ja! Vier Reds. Ja, klar, viermal getroffen, wieso auch nicht? Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine Player Gern und Hipsters da draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Mario Kart 8 mit Mini Thomas von Player Gedon. Jo, 200 CCM ist jetzt draußen. Ich will auch sagen, das werden wir gleich direkt mal testen. Und ja, mal bevor wir es testen werden, werden wir erstmal 150 CCM testen, beziehungsweise neue Charaktere heißt neue Strecken. 8 neue Strecken sind rausgekommen. Okay. What the fuck ist das denn? Alter, ist ja Min Lambo, ist ja hammergeil. Wir gucken uns mal neue Karts an, die hier rausgekommen sind. What the... Knochenmühle, okay. Ah, scheint nice zu sein. Sonst ist hier aber nichts Neues rausgekommen, oder? Nehmen wir den fetten Lambo. Lambo und ein geiler Animal Crossing Gleiter ist ja auch relativ nice. Okay. Alter, zieht euch diese Karre rein, die ist ja mega geil. Was gibt's denn noch so? An Reifen, an neuen Sachen hier. Animal Crossing Reifen ist ja geil. Ja, aber gefällt mir nicht so her vom Tempo. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal. Ja, passt schon. Wir werden auch den Villager nehmen. Ich habe die Strecken ja schon ein bisschen angetestet, wenn ich ehrlich bin. Baby Park, okay. Mit einem Kumpel, aber ich habe nicht so viel mitbekommen, weil wir uns mehr unterhalten haben, als zu fahren. Also werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, was es hier so Neues gibt. Mario Kart, also das DLC wurde ja sehnlich erwartet auch von mir. Ich habe, warte mal, wann ist das letzte DLC rausgekommen? Baby Park, ich glaube vom Nintendo DS gab. Ja, das ist von der Nintendo DS Version damals. Ah, ich kann mich noch daran erinnern. Das Spiel war nicht besonders knorke, aber Kindheitserinnerung auf jeden Fall, würde ich sagen. Das letzte DLC kam im Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Und da konnte man ja schon beide DLCs vorbestellen von dem Preis von 12 Euro. Wenn man nur ein DLC gekauft hat, musste man 8 Euro und 8 Euro zahlen. Was nicht so nice ist. What the fuck, man! Homo-Bär, Alter. Und kein getroffen mit den drei Panzern. Läuft und eine Banane haben wir gerade weggeschossen. Okay, fängt schon mal gut an. Also der Lambo hier gefällt mir schon mal sehr nice. Ich nenne das Auto einfach mal Lambo, weil es mich daran erinnert. Ist einfach ein Sportwagen, aber was für ein Sportwagen, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall relativ nice aus und ich würde mal sagen, in den nächsten Strecken werden wir mal zum allerersten Mal 200 CCM ausprobieren. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich habe wirklich noch keine Ahnung. Ich habe mir auch extra noch nicht die Vergleichsvideos angeschaut, damit ich mich wirklich überraschen lasse. Oh, fick dich doch! Homo. Nee. Na. Ah, Mann, nur Fünfter, das ist doch... Oh, Junge! Alter, das ist doch ein schlechter Scherz hier. Hier ist alles so aufgereiht. Manometer. Komm! Ach, das Scheiße, das war nicht die letzte Runde. Mann! Okay, Mini. Kriegen wir noch irgendwie ein Item oder sowas? Wäre hilfreich, wenn wir das bekommen würden. Und. Ja, Dritter sind wir noch geworden. Nice. Okay. Es war nicht so oberponös, aber besser als Fünfter zu werden. Oh, ist nicht sweet, wie der Villager klatscht. Dieses DLC sagt uns ja auch, dass Nintendo gerade an einem neuen Animal Crossing arbeitet. Zumindest kann man das glauben, da die schon mal an der Quali fallen. Ich muss sagen, die Quali von denen, boah, sieht relativ nice aus. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Animal Crossing Spiel für die Wii U. Ah, scheiß auf die reale Welt, wenn man in der Animal Crossing Welt ein bisschen erleben kann. Oh fuck, ich hab vergessen irgendwie zu starten. Egal. Hashtag YOLO. So. Wir werden uns heute nur um das Update kümmern und... Das wird sogar eine XXL-Folge, also die Folge wird auf jeden Fall länger. Wir werden ja zwei Cups fahren, statt einem. Einmal diesen hier Cup, um zu testen, wie die Strecken so sind, die neuen. Und einmal mit 200 CCM. Ich bin mal gespannt, wie das so abgeht. Natürlich könnten wir noch einmal online fahren, aber... Niemand kann uns versprechen, dass die DLCs drin sind. So. Ja, verdammt, ich wollte sie irgendwie treffen, aber hat ja nicht so geklappt, wie ich das wollte.
Dammit, komm! Ich hab sie getroffen, leider an der Banane. Jetzt kam der Pischer und hat uns geborgst, sozusagen. Ja, Facecam in Mario Kart wird nicht kommen, da ich sonst mein halbes Zimmer umstellen müsste und ich weiß es nicht. Also wird in nächster Zeit vielleicht mal kommen und ja. Mal schauen, da müsste ich irgendwie so einen zweiten Bildschirm neben meinem PC hinstellen und dann passt das schon. So. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren, um irgendwie noch Erster zu werden. Ich habe keinen Bock, wieder Dritter zu werden. Oh, fick dich doch, du Bastard. Junge, wer war das? Alter, dein Ernst? Ich schwör, Digga, was soll das? Das DLC ist ja seit Donnerstag draußen und ich zock's gerade am Freitag. Okay, der Lambo ist auch nicht so gut. Er sieht zwar nice aus, aber hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt und hinter mir hatte ein Red Shell. Hat mich aber nicht getroffen, und zwar die Villagerin hat's getroffen. Nice. What the fuck? Das war knapp. Come on, Baby. Ich werde dich jetzt überholen. Ich werde euch alle überholen. Ich wollte eigentlich gerade einen Red Shell werfen, aber da hat mich noch geschützt von einem grünen Panzer. Come on, Baby. Lambo, zeig, was in dir steckt. Zeig, dass du... Boah, Mann, ey. Ich rost aus. Ja, come on, Baby. Alter, das war geskillt. Das muss man zugeben, dass das echt geskillt war, das Treffen gerade. Ich muss irgendwie das nächste Mal einen Charakter nehmen, der sehr gut driften kann, wie zum Beispiel Todd oder so, und dann mit ihnen den Lambo fahren. Ah, leider sind wir wieder nur Dritter geworden. 20 Punkte und mein Ziel ist es ja wahrscheinlich Erster zu werden. Wieso sind wir Vierter, wenn wir... Ach, egal. Naja, da muss der einmal irgendwie Zweiter geworden sein oder so. So, welche Strecke erwartet uns als nächstes? Die jetzige Strecke fand ich nicht so pornös, wenn ich ehrlich bin. Und die erste auch nicht, aber... Okay, die sieht schon mal vielversprechender aus. Wie hieß die Strecke? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Egal. Kann ich mir angucken, wenn ich rendere. Beziehungsweise schneide. So... Im Übrigen, für alle, die das gestrige Video noch nicht gesehen haben, angegruselt heißt das neue Format hier auf unserem Kanal. Fick dich, Daisy. Fick... Oh, Mann! Wirklich? Ja! Vier Reds... Ja, klar, viermal getroffen, wieso auch nicht? Ich war Erster, aber juckt hier keinen Menschen, ne? Alter! Ist das ein neuer Patch hier oder was? Mongolen. Alter... Zurück zum neuen Format. Das neue Format heißt ja Angegruselt. Jeden Samstag um 17 Uhr wird ein neues Horrorspiel gespielt und ihr könnt entscheiden, ob wir es weiterspielen sollen oder nicht. Ihr habt es in der Hand. Natürlich können wir auch mal was anderes außer Horrorspiele spielen. Könnt ihr ja entscheiden. Eine Anfrage hatten wir zu einem neuen Spiel, Surgeon Simulator, wenn das so ausgesprochen werden mag. Das ist so ein Spiel, wo man so einen Doktor spielt und dann halt so eine OP macht. Ist auf jeden Fall witzig und die Steuerung ist verdammt schwer. Und das ist auch so ein Rage-Spiel. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Okay, jetzt weiter. Das ist doch schon mal nice. Vielleicht werden wir jetzt erstmal... sauber. Vielleicht werden wir diesmal Erster. Wäre nett, wenn wir wirklich mal Erster werden sollten hier. Junge, Mann! Ja, das war richtig gemein gestellt hier, die Banane. Ich will schon meiner Mami. Boom, boom, boom. Boom. So, und jetzt geht's hier in die letzte Runde rein. Vielleicht reißen wir ja was. So, Ziel ist es ja, Erster zu werden. Ihr könnt mir auch immer, egal wann, ihr könnt unter jedes Video schreiben, was ihr so Neues auf dem Kanal sehen wollt. Natürlich können wir auch demnächst mal neue Nintendo-Spiele let's playen, wenn ihr das wollt. Macht mir ja relativ viel Spaß, ich meine. Nintendo ist so ein Teil meiner Kindheit und alle Idioten, die sagen, Nintendo wäre scheiße und so, die haben meiner Meinung nach wirklich nie richtig Nintendo gespielt oder so. Oder die sind einfach nur Hater. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, mach mir immer irgendwelche Vorschläge. Spiele, Vorschläge, die wir spielen können. So, das sieht doch relativ nice aus hier mit dem ersten Platz. Ist auch keiner hinter mir. Boom! Erster, Bitches. Ah, nice one. Crossing Cup, Animal Crossing Dorf, okay. Alter, sieht das geil aus.
Und es ist Winter, meine Lieblingsjahreszeit im Übrigen, falls es irgendwen von euch interessiert. Alter, ist das geil! Das ist ja richtig pornös gemacht. Alter, Hammer! Respekt an Nintendo für diese... Alter, geil! Das ist ja hammergeil, wirklich. Und wenn das Dorf noch so groß wäre im nächsten Animal Crossing, ich würde das Spiel sowas von hart feiern. Ich habe die letzten Spiele ja schon so mega hart gefeiert und wenn... Alter, das ist ja hammergeil. Das ist richtig geil. Da oben war Tom Nook, hat uns gegrüßt. Hallo Tom Nook. Hallo Thomas. Hier ein paar Schneemänner. Ah, wir haben diesen Panzerfritzen da noch mit dem Witch Spell getroffen. Also hier in dieser Strecke können alle vier Jahreszeiten auftauchen. Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ist, glaube ich, random. Wow, what the fuck? Wow, das ist ja mega geil. Ist random generiert, glaube ich. Schätzungsweise. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ah, wir haben ihn leider nicht getroffen da. Yo, wahrscheinlich. Ich treffe mich selber mit meinem Green Spell. Spell sage ich schon. Shell. Ich bin so ein CLC-Fieber, ne? New. Ja, Baum. Ach, wir hätten die Abkürzung nutzen können, ne? Oh, fick dich doch, Homo. Ja, jetzt hat er sich wenigstens selber getroffen. Nice one, bitches. So. Ah, wir haben leider keinen... Wieso sind wir jetzt schon wieder Fünfter? Kann mir das Mensch sagen? Ja, wenigstens haben wir zwei mit einem Boomerang getroffen. Ich treffe zwar sehr selten welche mit einem Boomerang, aber jetzt zwei hintereinander. Läuft bei mir. Ich feiere diese Strecke wirklich. Und das feiere ich aber nicht, weil es einfach nur scheiße ist. Aber Respekt wirklich. Diese grafische Leistung ist unglaublich, wenn man sich überlegt, damals das allererste Animal Crossing für die GameCube. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich habe mir da ein paar Let's Plays angeguckt. Hammermäßig gemacht, Nintendo. Applaus. Ist aber geil, dass wir 43 Punkte nur haben. Und das war's jetzt, ne? Oh, Fickefacke, Alter. Der Lambo hat nicht so geholfen, wie ich es mir gedacht habe. Egal. Dritter sind wir ja geworden. Sind auf dem Treppchen. Was will man mehr? Alter, da habe ich echt verschissen. Aber ihr habt es doch selber gesehen. Wenn, allein schon in der letzten Strecke wurde ich viermal hintereinander getroffen. Was soll der Scheiß? Ich fühle mich von Mario Kart verarscht. Auf jeden Fall. So. Wow, nicht so nah ans Mikro gehen, Bruder. Der bronzene Pokal sieht irgendwie pink aus, wenn man das so näher in Augenschein sieht. So, jetzt werden wir 200 CCM ausprobieren. Mal schauen, wie das so düst. Todd kann relativ gut driften, ne? Ja, aber Tempo ist so... Merk. Wobei, Yoshi kann das eigentlich auch relativ gut, ne? Ich will auf jeden Fall in Lambo fahren, das ist ja relativ geil. Ja, werden wir auch mal ausprobieren. So, Cooper, Großstadt, Fieber, Partystraße, Marius, Metro, Big Blue. Okay, werden wir mal ausprobieren. Mal gucken, was die Strecken und so bringen. Also vom ersten Cup bin ich richtig gehypt. Das ist einfach hammergeil, was sie da gemacht haben. Animal Crossing ist sowieso eins meiner Lieblingsspiele. Und Let's Go to the City werden wir ja irgendwann weitermachen. Wann genau wir das weitermachen werden, ist noch unbekannt. Aber irgendwann werden wir es weitermachen. Ah, das ist vom 3DS, ne? Ja, ich kann mich noch damals erinnern, an den 3DS, den kleinen habe ich 2011 bekommen. Ich kam von der Schule. Ich glaube, das war ein... What the fuck, ist das schnell? Wow! What the... Wow! Homies? Homebros? Alter! Was ist das für Pace, Mann? Das ist ja... Junge, ja, das passt zu einem Lambo. Ah, ficken, Alter. Was war das für ein Scheiß? Oh, Junge, Tod, verpiss dich. Du Mongole. What the fuck? Alter, was ist das für ein... Wie soll man hier driften, Mann? Das geht ja überhaupt nicht. Alter. Alter Schwede. Ich wette, die Japaner gewinnen immer im Online-Spielen, weil die jetzt so richtig Skill rausbringen können. Ich traue mich gar nicht, den Pilz zu verwenden. Ah, fuck.
Da muss man ja schon 10.000 Kilometer vor der Kurve schon in die Kurve reindriften. Damit man es irgendwie schafft. Ja, am Arsch. Donkey Kong wollte mich treffen, aber... Es hat nicht geklappt, Donkey Kong. Ah, ja, als ob. Was soll der Scheiß hier, ey? Der erste Platzbombe, okay. Ja. Fick dich. Das ist... Ey, Alter. 200 CCM, wie willst du das geschissen bekommen, Alter? Ist ja hammergeil, ey. Ist funnig? Ja, ich habe ein neues Wort erfunden, funnig. Hört sich irgendwie an wie so ein Gericht. Aber man kann hier sehr leicht im Rage-Modus geraten. Muss man schon zugeben. Egal. Ja, als ob. Brumm, brumm. Ah, nein! Ja, ich habe wenigstens Donkey Kong mit der Glocke getroffen. Ja, very nice, bitches. Jetzt werden wir hier so einen auf Vettel machen. Mit einem Lambo. Ah, kriegen wir die Kurve? Bam, Junge, Kurve bekommen. Auch wenn es mit mehr Glück als Verstand war. Und jetzt werden wir wieder früh in die Kurve gehen. Vielleicht können wir sogar noch Zweiter werden. Oder? Ja, naja, Dritter sind wir noch geworden. Zweiter leider nicht mehr, aber... Ist ja auch in Ordnung, wenn wir nur Zweiter werden, beziehungsweise Dritter werden. Entschuldigung. 10 Punkte haben wir geholt. Nächstes Rennen. Ich muss schon sagen, 200 CCM. Krasser Shit. Alter, das ist ja relativ nice. Alter, das ist eine richtig geile Strecke. Die ist total kindisch, aber ich liebe solche Strecken. Wieso? Keine Ahnung. Das erinnert mich irgendwie an... Boah, wie hieß das Spiel damals? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Ewigkeiten her, habe ich auf der PS1 gespielt. An irgend so ein Spiel erinnert... Ja, Donkey Kong snaggelt sich direkt zwei solcher Dinger. Alter, hat man hier viel Pay... Oh, das war knapp, yo. Ah, die Kurve war mir ganz schlecht. No! It's a me, it's a Yoshi. Wow. Im Übrigen, das DLC ist ja kostenpflichtig, aber 200 CCM ist ja kostenlos für alle, die sich das runterladen wollen. Ja, die Wii U macht das ja automatisch, habe ich gemerkt, als ich online gekommen bin. Hat die Wii U ohne meine Erlaubnis das einfach runtergeladen. Ja, können die ruhig machen, ich habe dafür Geld bezahlt. Aber... das ist richtig schwer, das hier zu steuern. Das ist verdammt schwer, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, an diese Geschwindigkeit. Ja, dich wollte ich nicht treffen. Ja, Donkey Kong wollte ich treffen. Dafür, dass du mir vorhin... What the fuck? Alter, was war das denn? Die Kurven sind hier total schwer zu bekommen, ey. Das ist echt heavy. Muss man schon zugeben. Come on, Baby. Wir werden jetzt die Kurve nehmen. Die Kurve. Die Kurve. Jetzt werden wir... Ja, bekommen. Sehr nice. So. Die Kurve haben wir leider wieder nicht bekommen. Hier sind so ganz viele Tots. Das ist eine Baby-Mario-Strecke. Vielleicht sollten wir auch Baby-Mario in dieser Strecke benutzen. Vielleicht bringt das irgendwie Glück und ich bekomme diese Kurve einfach nicht. Wieso? Keine Ahnung. Ja, danke, dass du mich gerettet hast. Sonst wäre ich gegen dieses Aufziehding gefahren, wie auch immer das Ding heißen mag. So, kriegen wir die Kurve. Ja, nice one. Jetzt haben wir die Kurve bekommen. Wir sind sogar Erster. Wir sind Erster. Wenn wir Erster sind in 200 CCM, das ist relativ nice. Jetzt müssen wir das irgendwie halten. Wie genau wir das anstellen werden, ich habe keine Ahnung. Was war das denn, meine Güte? Nein. Ja, Mann. Erster. Boom. Mit mehr Glück als Verstand, aber juckt ja keinen. Drittes Rennen Metro. Ich glaube, das ist eine komplett neue Strecke. Wenn ich mich nicht irre, ich meine, die gab es vorher noch nicht. Vielleicht in den ersten Mario Kart Spielen, wobei ich mir auch nicht so sicher bin. Ja, ich habe keine Ahnung. What the fuck? So ein Pilz, ich dachte, es wäre ein Red Shell gewesen. War es aber nicht. Habe ich auch gerade bemerkt. So. Okay, langsam werden wir geübter hier. Im Übrigen habe ich eine Frage an euch. Und zwar, für die, die noch nicht weggeschaltet haben und sich das Spiel immer noch angucken. Was haltet ihr davon von einem GTA 5 Online Let's Play? Hätte ich Interesse dran, nächsten Monat hole ich mir das Spiel ja und... Boah, ich hätte eigentlich... Na, ficken, Alter. Ich hätte eigentlich Bock darauf. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so findet.
Für die, die das jetzt nochmal rangucken. Denn die meisten gucken ja nicht so lange Folgen, aber ist ja egal, mir macht Spaß und deswegen soll ich es weitermachen, genau. So. Die Kurve haben wir so gerade eben bekommen. Ja, jetzt, ja, nice one, bitches. Jetzt werden wir noch, ja, Karamba. Geh weg. Ah, Mann, da ist sie vor uns und wir treffen sie nicht. Es war Rosa Gold Peach, wenn ich mich nicht irre, ja. War sie, glaube ich, zumindestens. Schätzungsweise. So, jetzt müssen wir irgendwie aufpassen, dass wir nicht an den Zug geraten. Ja, haben wir hinbekommen. Leider fahren wir jetzt über einen Kiez oder was das auch immer ist. So, die Kurve haben wir jetzt bekommen. Nice one. Und wir sind immer noch Erster. Red Shell, aber dafür haben wir einen Banana. Wären wir Erster, wenn wir keinen Fehler machen, wären wir Erster. Und wir haben sogar noch einen Pilz. Bam. Alter, das war relativ knapp am Ende, aber wir haben es geschafft und sind wieder Erster geworden. Alter, das sieht jetzt nice aus, 40 zu 33. Glockencup, Big Blue heißt die Strecke. Sieht irgendwie aus wie aus dem letzten DLC, diese andere Strecke. Ach, wie heißt die? Ich hab's vergessen, aber ich glaube, die meisten, die das Spiel DLC auch gespielt haben, wissen jetzt, was ich meine. Alter, ist die Kurve hier lang. Ui, das war ja knapp. Alter, das ist viel zu schnell, 200 CCM, wenn man ehrlich ist. Man kann hier ganz schwer, sage ich schon, ganz schwer hier alles kontrollieren. Aber, wenn man ehrlich ist, wenn man ein bisschen übt, dann gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Momentan kriege ich ja auch schon wieder die Das war mir klar, dass ich sage, wenn ich besser werde, dass ich dann irgendwie runterfalle. Das ist jedes Mal dasselbe, wenn ich das sage. Einmal runtergefallen und schon sind wir wieder Sechster. Läuft, würde ich sagen. Mit dem Lambo hier. Na. Komm. Sehr nice. Und hier düsen wir durch Ringe. War es schon 3 von 3? Alter, das war kurz. Egal. Oh, nicht als ob. Ich glaube, wenn man vom Blitz getroffen wird, ist das so schnell wie 150 CCM, glaube ich zumindest. Hat sich so angefühlt. Und jetzt haben wir leider kein Item bekommen, da ich den Red Shell zu spät geworfen habe. Wir sind noch Erster. Oh, ich dachte, ich sehe schon das... Yo, ich sehe das Ziel, ich sehe das Ziel. Wenn wir jetzt nichts falsch machen, sind wir im Ziel. Bam, Junge! 55 Punkte, würde ich sagen. Ah, hammergeil. Yo, das war das DLC 200 CCM. Ihr könnt mir mal eure Meinung zum DLC und 200 CCM in die Kommentare schreiben. Yo, und dann würde ich sagen, das war's dann für die heutigen Mario Part... Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Mario Kart mehr verpassen wollt, werdet Player gerne und Hipsters und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.